Und damit wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mit einem Bisasam aus Klemmbaustein. Das zeige ich euch jetzt direkt nach dem Pikachu, weil euch das Pikachu aus Klemmbaustein bzw. Diamond Blocks so sehr gefallen hat. Und dann zeige ich euch eben jetzt noch das Bisasam. Warum eigentlich nicht? Wie immer, auch wie auch beim Pikachu, haben wir so eine kleine süße Tüte mit ein paar Teilchen. Es ist dieselbe Anleitung wie beim Pikachu, muss ich glaube ich jetzt nicht so viel zu erklären. Es ist die 8083A von welchem Hersteller auch immer. Ich habe keine Ahnung, das Ding wird aus China ohne Originalverpackung geliefert. Da ist kein Hersteller angegeben. Puh, ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur Spaß am Aufbauen. Und das ist das Wichtigste. Und deshalb baue ich das auch auf, auch wenn ich nicht weiß, welcher Hersteller das gemacht hat. Und zeige euch natürlich gerne wieder das. Lasst euch daran teilhaben und lasst euch eure eigene Meinung bilden, ob ihr dieses Teil haben wollt oder wir es vielleicht doch nicht haben wollt. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Tüte hier aufmachen, werde anfangen aufzubauen und dann sehen wir uns wie immer mal nach den ersten 4, 5 Bauschritten und dann immer wieder weiter, wenn ich was zu zeigen habe. Also, bis dann. Und wir sehen uns jetzt zum ersten Mal nach Bauschritt 5 wieder, wie angekündigt. Es ist am Anfang ein ganz schönes Gefummel, das muss man sagen. Das macht am Anfang auch keinen Spaß, weil man sich zuerst die ganzen Platten nur zurechtlegt und dann quasi eine Schicht darüber baut. Und das, man kann sich vorstellen, wie es ist mit solchen kleinen Teilen, sich da irgendwelche großen Gebilde zusammenzulegen. Ein Windstoß, eine falsche Fingerbewegung. Eine Franzi zum Beispiel, falls ihr nicht wisst, was eine Franzi ist, das kann ich euch vielleicht im Laufe des Videos nochmal zeigen. Das ist eine Franzi. Kamerascheu heute. Was willst du machen? Komm hier. Machst du mit? Das ist eine Franzi. Genau das hier. Gut. Ja, ich will dich ja auch nicht ärgern. Ich mache jetzt weiter, okay? Okay. Das war's. Dann kannst du nochmal von vorne anfangen. Das macht das Ganze zu einem ganz schönen Gefummel, was ich dann nicht so cool finde, aber hey, was willst du machen? Wenn ihr euch jetzt wundert, was das für ein komisches Größenverhältnis ist, es ist natürlich wieder Diamond Bricks, völlig klar. Und ja, da hat man natürlich ein kleines Modell, man kann aber halt auf einem sehr kleinen Modell eine schöne, detailreiche Abbildung machen. Das sieht man auch schon. Wir haben jetzt von unserem Bisasam hier schon den Mund. Ich weiß, momentan noch ein bisschen sehr grob, aber das sieht man dann natürlich noch durch die anderen Steine, durch die anderen Formen besser. Und wir bauen eben hier so langsam den Körper. Schon wie beim Pikachu haben wir noch keine Beine gebaut, die werden wir wieder erst am Ende bauen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Bauschritt wieder, würde ich sagen. Und wir sind jetzt schon fertig mit Bauschritt 11 und ich meine, jetzt ist grundlegend erkennbar, was es sein soll. Das ist einfach schon mal richtig, richtig toll. Dieses Bisasam-Gesicht, dieses Maul, die Augen getroffen, muss man wirklich sagen. Die Grundkopfform haben wir jetzt auch fertig. In den nächsten Schritten schlichten wir einfach nur noch hier oben das zu, dass man eben nicht sieht, dass es innen hohl ist. Natürlich haben wir auch von diesem angedeuteten Baum, den Bisasam hinten drauf hat, schon die Grundform fertig, da wird auch nur noch ein bisschen aufgeschlichtet. Dann werden hier noch die Füße rangemacht und dann ist es halt schon an und für sich fertig. Es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Aber mir ist aufgefallen, ich habe beim letzten Set von den Diamond Blocks bzw. Micro Blocks vergessen, was zu erwähnen. Das war ja das Pikachu. Und da ist auch so ein schöner Teiletrenner dabei. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil man sich auch mal bei der Anleitung verbauen kann. Die ist nicht einfach. Das ist es. Man muss sich da wirklich konzentrieren, man muss da überlegen. Und wenn man da mal vorschnell was baut, kann man mit diesem Teiletrenner wunderbar die Teile wieder auseinanderkriegen. Sonst wären wir da wirklich aufgeschmissen. Und ich meine, so ein Teiletrenner hier, wie zum Beispiel jetzt von Sembo Blocks oder von Lego oder von den anderen Herstellern, hat jeder einen Teiletrenner dabei. Aber von diesen Micro Blocks, Diamond Blocks, hat nämlich nicht jeder einen Teiletrenner dabei. Und das ist sehr gut, dass der hier beigefügt ist. Das ist für den Hersteller ein kleiner Aufwand, für einen Verbraucher aber sehr, sehr großer Pluspunkt. Dann würde ich sagen, ich baue den jetzt noch fertig. Dann zeige ich ihn euch nochmal ganz. Stelle ihn ähnlich wie das Pikachu mal ins Regal, dass ihr euch ein Bild davon machen könnt, auch im Größenverhältnis zum Pikachu. Dann sage ich noch meine Meinung, ob ich es euch empfehlen würde. Und dann wären wir auch schon wieder fertig für heute.
Und nach 17 Bauschritten und ein paar Modifikationen, die ich euch natürlich auch noch zeige, welche ich hier vorgenommen habe, ist das Bisasamen tatsächlich schon fertig. Und ich muss sagen, es ist doch wirklich richtig, richtig süß geworden, oder? Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Meiner Meinung nach sehr süß. Was meine ich mit Modifikation? Ich lege es mal dazu, daneben. Das ist das Modell, wie es aussehen sollte nach Anleitung. Mein Modell ist ein bisschen anders. An folgenden Stellen. Hier die Füße. Habe ich nochmal, wie schon beim Pikachu, Viererplates unten dran gemacht. Weil das Modell einfach sehr flach war. Also die Füße waren so flach, das sah von nichts aus, wenn man das Modell von vorne angeschaut hat. Deshalb habe ich da nochmal die Platten dran gemacht. Und es gibt zum Glück genug Ersatzteile bei diesem Modell. Nach meinen Modifikationen sind es noch, kann ich euch mal zeigen, diese. Dann fand ich dieses baumartige Etwas, was das Bisasamen dort hinten drauf hat, noch ein bisschen flach. Habe ich auch nochmal ein 2x6er und einen Einer drauf gebaut, der eigentlich nicht da wäre. Und die letzte Modifikation. Ich finde, dass das alles so sehr symmetrisch ist. Und deshalb habe ich hier oben auf dem Kopf, anstatt diese Platte, die eigentlich hier nur diese Platte wäre, ohne nochmal einen Aufbau, nochmal diese grünen Teile drauf gemacht oder die dunkelgrünen Teile und die hellgrünen Teile drauf gemacht. Wird ein bisschen unsymmetrischer, kriegt nochmal ein bisschen mehr Höhe, sieht nochmal ein bisschen mehr aus. Ich finde, das ist mehr ausgearbeitet. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich würde euch das Modell niemals empfehlen, wenn es ohne diese Modifikation nicht auch sehr schön wäre. Aber ich finde es halt auch ohne die Modifikation schön, habe es meines Erachtens noch ein bisschen schöner gemacht. Aber das ist ja auch Ansichtssache, vielleicht sagt ihr auch, was hat denn der da für komische Sachen dran gebaut? Warum lässt das nicht so, wie es original ist? Ey, das ist dann eure Sache. Ihr könnt es ja dann anders machen. Aber ich empfehle es euch, weil es halt auch ohne die Modifikation ein wirklich tolles Modell ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall dieses schöne Bisasam hier neben mein schon gebautes Pikachu stellen und mach dann ein paar Fotos, damit ihr auch wieder mal einen Eindruck habt. Größenverhältnis zum Pikachu, wie sieht's aus im Regal, was macht's her? Ich muss auf jeden Fall sagen, es macht sehr viel Spaß, baumäßig, knobelmäßig. Man hat viele Ersatzteile, man ist nicht eingeschränkt. Wie schon ähnlich beim Pikachu, man kann da nochmal sehr viel machen, wie man einfach lustig ist. Und das ist die Lego-Idee. Ich muss halt auch sagen, die wirklichen jetzt Lego-Sets, Kobi-Sets, Luban-Sets, alles völlig egal, die sind ja fast noppenfrei. So, das sage ich immer, das ist fast wie ein Modellbau. Na, du hast ein Modell, das ist fertig, da kannst du nicht mal sehr viel dran ändern. Das ist nicht so wie bei Lego, wo die Modelle in kunterbunt sind und man es dann auseinander nimmt und dann hat man eh keine Chance, da irgendwas zu verändern. Oder beziehungsweise das ist sehr extrem bei Lego. Bei Kobi ist das dann wieder ein Stückchen besser, bei Luban ist das dann wieder ein Stückchen besser. Aber trotzdem kann man da relativ wenig verändern. Also man muss wirklich das Modell auseinandernehmen, um was dran zu verändern, weil halt alles weggefliest ist. Das ist hier anders. Hier hast du noch sehr viele Noppen oben und du kannst halt wirklich bauen. Du kannst was verändern, wenn du willst. Du kannst da froh und lustig sein. Mach, was du willst, denk dir aus, was du machen willst und du wirst deinen Spaß daran haben. Und das ist halt das Schöne an diesen Diamond Blocks noch, weil das ist die ursprüngliche Form von Lego. So sah Lego auch mal aus. Nicht von der Größe, nicht, dass mir das wieder im Mund umgedreht wird, das Wort, sondern von der Oberfläche. Du hattest bei einem Lego-Set früher sehr wenig Fliesen. Da waren einfach nun mal Noppen. Das war ja gerade das Besondere bei Lego, was es von einem Modellbau abgehoben hat. Und davon gehen die immer mehr weg. Das ist bei diesen Modellen hier, bei den Diamond Block Modellen, Pokémon Modellen, Diamond Block Modellen, ihr wisst, was ich meine, ist es einfach wieder back to the roots, mehr oder weniger. So, jetzt habe ich aber genug gequasselt. Ich bin ganz schlimm, ich weiß, ich drifte da manchmal dann so ab. Ich stelle es jetzt, wie gesagt, ins Regal. Macht euch noch mal ein eigenes Bild. Ich empfehle euch das Teil uneingeschränkt. Ich würde es euch auf jeden Fall auch verlinken, wo ihr es kaufen könnt. Für um die 3 bis 4 Euro. Das ist nämlich Alibaba. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Krieg der Steine.